Willkommen zurück zu Play Witcher in Sans Edition. Im letzten paar haben wir weiter hier in Wiese gemacht, mit Chani geredet in ihrem Haus und noch ein bisschen uns ja, umgeschaut, haben jetzt auch einen Legal Ring mit der Wache, was ganz gut ist, glaube ich. Und das Einzige, was übrig bleibt, ist im Sumpf, so wie hier das Haus von Vivaldi und das Haus des Ermittlers. Danach waren wir mit überall, haben mit ihm mal geredet. Questmäßig haben wir auch schon einiges geklärt, haben aber hier noch ein paar Sachen, wie ihr seht. Bei Ratte muss ich dem einen noch verraten. Das ist alles im Sumpf, deswegen habe ich auch noch keinen weiteren, das ist auch im Sumpf. Das ist auch im Sumpf. Der Shani soll mal abends mal mit ihm reden und die ganzen Verträge halt. Genau, also wir haben noch einiges zu tun, das meiste davon ist aktuell schon im Sumpf, aber wir können noch mit Vivaldi reden, mit dem haben wir noch nie geredet. Da haben wir jetzt auch schon öfter was gehört. Könnte sich auch eine Verdächtige von uns sein. Sag gut. Was wollt ihr? Seid gegrüßt, Zwerg. Rassenvorurteile. Und das gleich beim ersten Spruch. Wie soll ich euch denn nennen? Pah, ihr seid wie alle anderen, wie die ganze verdammte Stadt. Wie Sima. Die Menschen kriegen alles, wir kriegen nichts. Ich bin weder Bewohner Visimas, noch bin ich ein Mensch. Was seid ihr dann? Ein Hexer. Ein Mutant. In dem Fall tut es mir leid. Ich bin Golan Vivaldi. Mein Vetter, Wimme Vivaldi, begegnete einst einem Hexer, anscheinend einem Schuldeneintreiber. Ich bin Geralt und kein Schuldeneintreiber. Was führt euch hierher? Besitzt ihr ein Exemplar von die geheimen Pforten? Ja, ich möchte mich aber nicht davon trennen. Ich bestehe darauf. Nennt mir einen Preis. Na gut. Hier hat uns der Buchhändler gesagt, dass der im Sumpf uns was dafür sagen könnte. Ja, ich. Na. Also, wir kaufen hier schon mal die geheimen Pforten. Ja, komm, wenn wir schon mal hier sind. Kaufen wir gleich beide. So, die sollten wir sorgfältig lesen. Was führt euch hierher? Ich hoffe, ihr bekommt euer Kapital wieder. Diese Bank befindet sich seit Generationen im Besitz meiner Familie. Und jetzt hat so ein Mensch. Nennt ihr das Gerechtigkeit? Ich suche nach dem Anführer einer gewissen Organisation. Ihr habt mich im Verdacht, weil ich ein Zwerg bin? Tut mir leid, dass ich euch verdächtigt habe. Ich weiß, ihr habt die Kontrolle über eure Bank verloren. Zu freundlich, dass ihr so offen mit einem Zwerg sprecht. Jederzeit. Ich habe Informationen über Javed, die nützlich sein könnten. Manchmal sind selbst kleinste Details wichtig. Ich stieß in alten Akten auf seinen Namen. Er bezahlte Studiengebühren an der Zauberschule in Ban'art. Er wurde rausgeworfen, da er Interesse an dunkler Magie entwickelte. Daraufhin bezahlte er die Studiengebühren nicht mehr und damit verschwand er aus unserem System. Ihr habt es mit einem Renegaten zu tun und einem gefährlichen obendrein. Leb. Ach, die chillen hier gemeinsam. Was? Okay. Hä? Ach so. Was könnten wir denn hier noch machen? Die Gänse haben wir so gut wie alles.
Hier haben wir noch blutige Wut. Nur wenn er weniger als 5% hat. Okay, haben wir noch mal Level dürfen, das ist sehr gut. Ja, da haben wir nur den Ermittler. Übrig und den Sumpf. Verflucht! Ich weiß immer noch, soll ich den jetzt hier verraten, den Dealer? Das Ding ist, er hat halt Fischtech. Und wir haben ja schon gehört, dass die Salamandra auf dem Fischtech-Gebiet wahrscheinlich. Wollt ihr ein bisschen Spaß? Ja, da halt, ne, Fuß setzen wollen. Ja. Glaubt, verstehe sie. Ja. Lebt. Ich kann ihm die nicht geben. Ja, ich meine, Coleman hat mir, glaube ich, alles gesagt, was er mir hätte sagen können. Ich würde mich jetzt einfach mal an den Wirt verraten. Und dass die Quest nämlich dauerhaft im Questlog. Zu bekommen. Wann lassen die endlich wieder Kaufleute in die Stadt? Ich glaube, die Quest wird nur abgeschlossen, wenn wir das machen. Deswegen. Ich habe Coleman gefunden. Oh, Boxfleisch wüsste bestimmt gern, wo er steckt. Wie er Informationen weitergegeben hat? Ich habe seine Spur verloren. Ich habe ihn erwischt, wie er Informationen weitergegeben hat. Hundsfott. Wir wussten, dass wir einen Verräter in unseren Reihen haben, aber Coleman? So ist das Leben. Boxfleisch hat ein Kopfgeld auf den Verräter ausgesetzt. 500 Orens. Ade. Zum Teufel damit! Wie alte? Ja, okay. Ich weiß nicht, ob das die richtige Entscheidung war. Kann ja sein, dass sie ihn jetzt töten, aber ich meine, was sollte er mir noch sagen? Hab nichts gegen ein bisschen Geld. Okay, ja, dann bleiben uns jetzt eigentlich nur der Ermittler und der Sumpf. Also andere haben wir jetzt geklärt, was ziemlich lange gedauert hat.
Mich würde aber eine Sache nur interessieren, einfach nur, weil ich das Spiel nicht kenne, das ist blind, ich versuche es jetzt aber mal. Und zwar gehe ich mal runter nochmal in die Kanalisation, weil ich kann mich da noch erinnern, da war dieser Zugang. Ich sollte vielleicht das hier mal vorne noch lesen. Dass wir die Rezepte noch ein Ding haben. Weil hier war ja dieser Eingang von diesen Kultisten, da haben wir auch was für gefunden. Wir haben sogar einen Schlüssel als Questgegenstand bekommen. Und die sind auch so ertrunken oder was ganz Gutes. Was brauchen wir noch von den Trunkenen? Ah, nee, das sind Ertrunkene und keine ertrunkenen Tote. Das ist ein Unterschied. Schau ich mir den aber an. Ich kann jetzt aber dieses Kugelschimmel mitnehmen. Ach, guten Tag. Human. Da kommt mir jetzt die ganze Zeit vorher nicht rein. Nichts ist. Das ist später für eine Hauptquest wichtig. Ja, das sind die Kultisten. Ich glaube, wurden gesehen.
mal damit. Keine Ahnung, was ich hier gerade mache, ob das zu einer Hauptquest oder Nebenquest gehört. Ah ja, du bist geil. Bist du jetzt nicht mehr? Ich werde mit euch das wieder irgendeine Quest sein, die uns runterführt. Wir sind hier komplett umsonst gerade schon unterwegs und töten alles. Oder flog der Kopf. Also keine Ahnung, was die Typen hier sind, ob die für eine Quest hier sind, ob die nur so hier sind. Oh. Eine Menge alchemistische Zutaten. Hat sich gelohnt. Nicht, was ich hier soll, außer ein paar Löwenkopf-Spinnenkulissen zu töten. Wie sie es auch gesehen haben.
Wow. Hab's mir gedacht, dass die jetzt hierher gerannt kommen, aber das hat mich schon erschreckt. Mal ganz kurz. Dass ich schon hinein anfallen kann. Hallo. Ich töte euch wie einen Hund. Ihr steckt in die... Ja, das ist schneller gewesen sein. Diamanten und keine Bombe, sehr guter Loot hier. Ich bin geil. Das war denn da drüben auch noch Typen. Verdammt, das gefällt mir! Ja, das müsste jetzt in der Löwenkopfspinne gewesen sein. Ob es einer Dungeon ist, ob wir eh später nochmal hin müssen. Ich habe jetzt schon mal geklärt. Für die wurde auch keine Belohnung so ausgeschrieben, zumindest nicht merklich irgendwo als Quest. Also entweder war das optional, die zu töten, oder aber die werden dann später noch eine Rolle spielen. Ich habe bestimmt nicht gekillt zu haben. Ja, alles klar, dann haben wir jetzt den Detektiv als nächstes. Dann kommen wir zum Sumpf. Und das letzte Gebäude, was uns noch fehlt hier. Ich
Bürger der Schwiesima. Ah ja, sehr interessant. Können wir gleich lesen. Das Ding ist kurz mal überfliegen. Ja. Da können wir auch mal, das können wir auch mal irgendwann vorlesen, wie schon gesagt. Jetzt ist klar, was ich alles nicht vorlese im Laufe des Displays, weil es ja auch interessant ist. Das werde ich euch dann in einem Bonuspart oder am Ende oder wie auch immer vorlesen. Wahrscheinlich verwirrt, indem ich Sachen doppelt suche, wo ich eigentlich weiß, was noch drin sind. Das irritiert mich halt immer. So, da sind sie tief hier. So, so, so. Wen haben wir denn hier? Ich bin Geralt von Rivien. Ein Krieger wie kein anderer. Euer Ruf eilt euch voraus. Wie kann ich helfen? Ich suche Informationen. Bin ich hier richtig? Gute Frage. Ich habe früher für die Anwälte Kodringer und Fenn gearbeitet. Die Namen sagen mir nichts, aber ich nehme an, das ist eine Empfehlung. Als Profi ist euch gewiss klar, dass Informationen ihren Preis haben. Ich werde bezahlen. Ich bin ganz Ohr, weißer Wolf. Mich interessieren die Leute, die Salamander-Abzeichen tragen. Zufällig weiß ich darüber ein, zwei Dinge. Aber bevor ich weiterrede, wüsste ich gern, welches Interesse ihr an dem Fall habt. Ich habe ein paar offene Rechnungen. Willkommen im Club. Das kostet euch 100 Orens. Hier ist das Gold. Erzählt mir alles, was ihr über den Anführer der Salamander wisst. Ich arbeite schon eine ganze Weile an dem Fall. Fahrt fort. Azayavit, ein Magier aus Zerikanien, ist der Anführer der Salamander. Gefährlicher als eine Grube voll Kikimoren, aber leider unerreichbar für mich. Mit seinen Kontakten und Ressourcen kann er sich in der Stadt beinahe uneingeschränkt betätigen. Ich habe am eigenen Leib verspürt, wozu er fähig ist. Noch etwas? Ich vermute, die Salamandra haben eine groß angelegte Organisation aufgebaut. Gold ist lediglich das Schmiermittel für ihre politischen Ambitionen. Sie betreiben genetische Experimente, und zwar gefährliche. Gewöhnliche Schurken hätten dazu weder das Wissen noch die Mittel. Wer arbeitet für Javed? Irgendwelche Vermutungen? Der Hauptmann der Wache, der die Ermittlungen fallen ließ, verschwindet des Nachts. Vielleicht könnt ihr ein paar Informationen aus ihm herauspressen. Ist das alles? Es könnte noch einen Hinweis geben. Die Stadtwachen haben jemanden festgenommen, der etwas weiß. Die Wachen? Im Kerker? Ja. Findet einen Weg, den Gefangenen zu verhören. Und bringt so viel ihr könnt von den Wachen in Erfahrung. Verlasst euch drauf. Die Leute neigen dazu, sich mir zu öffnen. Seine Informationen könnten unschätzbar wertvoll sein. Viel Glück. Wisst ihr noch mehr über den gefangenen Salamandra? Er ist womöglich einer der Anführer. Obwohl in dieser Stadt eigentlich eher die kleinen Fische hängen und die großen frei herumlaufen. Aber genaueres wissen wir erst, wenn ihr ihn verhört habt. Wir werden sehen. Noch etwas. Ich glaube, ihr werdet verfolgt. Irgendwelche Vorschläge? Wartet eine Weile hier. Macht sie nervös. Überrascht die, die euch überraschen wollen. Ich gehe um Mitternacht. Let's go. Der Hexer lässt sich Zeit. Er muss einen anderen Weg genommen haben. Aber egal. So muss es sein. Ich nehme an, die Falle ist gestellt. Oh ja. Kümmert euch um eure Aufgaben im Händlerviertel. Ich überlasse die Sache unserem besten Agenten. Ohne Ansage. Verkostet.
Ja, vertraut ist jetzt die neue Quest. Sterbt, Bastard! Die haben ja auf Zwerge umgebracht, das ist der Wichse. Ich werde euch töten. Schlagen! Töten! Mir die Fackel wieder. Danke. Aber die Zwerge hier getötet, das ist eine Arschlöcher. Ich habe den Hauptmann der Wache befragt. Irgendwelche Schlussfolgerungen? Ich glaube, er ist unschuldig. Erstaunlich. Er hat euch doch hoffentlich nicht eingewickelt. Da seid mal ganz unbesorgt. Vincent ist es nicht. Gut. Ich streiche ihn von der Liste der Verdächtigen. Vorerst. Er verbirgt etwas, so viel ist klar. Aber da kümmere ich mich später drum. Was ist mit den anderen Spuren? Wie ist das so? Als Privatdetektiv. Lausiger Job in einer Stadt voller Dreck und Verschwörung. Meistens spioniere ich reichen Bürgern und Adligen hinterher, die ihre Ehefrauen betrügen. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wozu die Menschen fähig sind. Das will ich mir lieber nicht vorstellen. Kürzlich folgte ich Morden, dem Kommandeur von Foltests Wachen. Je von ihm gehört? Ich glaube nicht. Ich habe ihn in den Ställen gesehen mit zwei jungen Pagen. Kaum zu glauben, was... Ich habe genug gehört. Ich bin ganz Ohr, weißer Wolf. Was sollte ich noch mal als nächstes machen? Sprecht mit Vincent Mais. In Ordnung. Also alles führt uns jetzt zu Jetro. Ja, wir haben eigentlich nur Taler und Kalkschein, also verdächtigen, ne? Und eigentlich Boxfleisch, aber den will er irgendwie nicht richtig anerkennen, Gerald. Sieht so aus, als müsste ich mich um diese Idioten kümmern. Ja, ich hab den Key abgelegt, deswegen. Wer da? Nur ein Hexer. Nur? Geralt, seid gegrüßt. Was ist passiert? Eine Machtdemonstration. Sie haben ein Fenster eingeschlagen und Coleman drei Bolzen in den Wanst gefeuert. Sie haben Bolzen mit Streuköpfen verwendet. Eine Spezialität der Hafgar und vollkommen illegal. Wer hat ihn getötet? Die verdammten Scoia'tael. Jetzt wird man ihn als guten Mann hinstellen, der alten Damen über die Straße geholfen hat.
Ich spüre schon ein Pogrom heraufziehen. Diese verdammten Pisser haben eine Liste ihrer Feinde erstellt und damit begonnen, sie zu eliminieren, ohne an die Konsequenzen zu denken. Warum Coleman? Wut? Rache? Wahrscheinlich hatten ein paar junge Elfen eine Überdosis. An einem Bolzen war eine Notiz befestigt. Händler des Weißen Todes. Er hat Fistech an Kinder verkauft, billiger als alle anderen. Ihr wisst ja, wie schnell man davon abhängig wird. Mich überrascht, dass sie in der Stadt zugeschlagen haben. Sie fühlen sich stark, jetzt wo sie Waffen haben. Irgendein Narr hat Geschäfte mit ihnen gemacht. Ich verdächtige Haren Brock. Was für schreckliche Zeiten. Eine Splitterspitze. Dringt als Ganzes in den Bauch ein, tritt in drei Teilen am Rücken wieder aus und zerfetzt dabei die inneren Organe. Eine Spezialität der Hafka. Nutzlos gegen gepanzerte Soldaten. Sie zersplittern bereits an der leichtesten Rüstung. Sie werden benutzt, um Zivilisten zu töten, als grausame Warnung für andere. Ich weiß, woher die Waffen stammen, mit denen Coleman getötet wurde. Ich muss solche Situationen vermeiden, neutral bleiben, mich nicht einmischen. Wir haben ihn sehr, ja. Was? Wie alt? Ja, wir sind leider für Coleman's Tod verantwortlich. Weil wir im ersten Kapitel den gehört her, ja, die Waffen überlassen haben. Oder was auch immer da in den Kisten war. Gerhard hat durchaus recht, wir sollten neutral bleiben in Zukunft. Und sich zwischen Squirtle und den anderen Typen da einmischen, das passt aber nicht zu Gerhard. Ich kann nicht meditieren, wenn das Feuer aus ist. Problem ist halt, dass wir. Ich werde sterben. Jetzt eigentlich Kollegen auf der beiden Seiten haben. Wir haben. Oh, ich wollte doch mal so herstellen noch. Na, ist zu spät. Ja, wir haben Seiten aufs, ja, die Squirtle ganz gut gegen uns, also ganz gut gestimmt. Meine Nase juckt. So. Warum bin ich gar nicht hier eingetragen, kann das sein? Nee.
Okay, also jetzt sollten wir dann mit dem Gefangenen sprechen und können dann unsere Quest für so zu schnell abgeben. Ja, wir haben kurz zu verantworten, wir sollten so ein bisschen neutraler bleiben, was Goyatel gegen die anderen angeht, damit wir nicht groß von allen belästigt werden. Auch wenn ich, sobald ich sie auf beiden Seiten sehe, Sieg wird es ganz so korrekt gewesen, aber gleichzeitig auch die paar Teile, die wir bis jetzt getroffen haben. Deswegen, also schwer neutral zu bleiben, aber wir sollten das, weil, ja. Alle Nebenquests, also alle Quests, die mit Squirtle zu tun haben sollten und Dings zu tun haben, sollten wir es halt ein bisschen aushalten. Weil damit haben wir jetzt Coleman's Tod halt verantwortet. Ist jetzt halt passiert. Aber gut, vielen Dank fürs Sehen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.